kann meinen Onkel erst befreien, wenn Tucker sein Werk vollendet hat. Ja. Krille, Krille. Okay. Wir schauen mal. Entdeckter Ort, ja. Ich brauche noch zwei Banner. Ja. So, wo reist man jetzt hin? Aber noch eine schöne Nebenquest. Dort schon. Geschichte und offene Rechnung. Der Preis des Eisen. Da, naja, dann reisen wir doch hier hin. Machen wir eine Schnellreise. Machen die Nebenquests gleich mit. Wir halten zusammen. Was gibt's denn da? Oder? Ein Mongolen reichen nicht. Nein, es gibt auch noch Banditen. Hätten wir mal eben gemacht. Ja. Da bist du. Da bist du. Ein besseres Versteck. Für die Mongolen wird ein Samurai. Was ist mit euch passiert? Es gibt einen Händler, der für die Mongolen arbeitet. Sie gaben ihm ein eisernes Zeichen. Wir wollten es ihm wegnehmen, aber er hat so viele Wachen. Dieses eiserne Zeichen muss kostbar sein, wenn ihr euer Leben riskiert. Wer es trägt, kann frei auf den Straßen reisen, ohne von Mongolen angehalten zu werden. So etwas könnte ich gebrauchen. Ihr könnt es gern versuchen. Wir mussten fliehen, aber der Händlerwagen ist noch oben an der Straße. Ich werde das eiserne Zeichen suchen. Bleibt hier und versorgt eure Wunden. Das eiserne Zeichen, okay. Vor allem unbeschwert reisen, das ist natürlich auch geil, ne? Seid vorsichtig. Die Mongolen werden nach ihren Männern suchen. Ja, falsche Richtung. 40 Meter, suche den Händlerwagen. Und der wird bestimmt nicht einfach so ohne weiteres rumstehen. Der wird bestimmt schon... Da ist er doch schon. Oh. Was ist denn hier schon wieder passiert? Das muss der Händlerwagen sein. Ja. Mongolen. Sie kämpften gegen die Männer von vorhin. Eine Spur vom Händler.
Das eiserne Zeichen ist nicht hier. Natürlich. Mongolen. Natürlich nicht. Los, du! Die Männer von vorhin. Ich sollte sie warnen. In der Hoffnung, dass sie nicht schon überrannt worden sind. Und noch am Leben. Hoffen wir es mal, dass sie alle noch wohl auf sind. Ja? Zumindest Umständen entsprechend. Ich komme zu spät. Toll. Bitte, mein Herr! Scheiße. Ihr müsst den Händler mit dem eisernen Zeichen retten. Er ist mein Bruder. Euer Bruder? Ich habe ihm das Zeichen gestohlen, damit er seine Familie nicht entehrt. Wenn er die Mongolen unterstützt, verdient er den Tod. Nein, er ist ein guter Mann. Bitte. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde ihn suchen. Danke. Seine Mörder haben bestimmt Spuren hinterlassen. Da, dort entlang. Richtig, ne? Die Schritte, die zeigen doch noch da. Sag ich doch. Hier sind sie doch. Hier sind sie abgebogen. Trotzdem nicht so gut. Hey, ich will deine Felle. Ich werde auf jeden Fall der beste Spurenleser, ehrlich. Mit dem Bärdach jetzt verkrümelt oder was? Hat sich schon aus dem Staub gemacht. Sorry, mein Großer, aber das hättest du dir vielleicht früh überlegen sollen. Wenn sie den Händler haben, dann dort drin. Und sofort schieße wieder so. Ne? Oh!
Gesicht. Nehmen die Mongolen nach uns auch nicht. Kurz und schmerzlos, okay, oder nicht? Und doch. Gegen sie in der Nähe, das waren noch nicht alle. Alter, wo hast du das Messer jetzt hingesteckt? Ey, Chin, jetzt mal ehrlich. Wo steckst denn du das Messer hin? Stillhalten. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank. Spart euren Dank. Laut eurem Bruder arbeitet ihr für die Mongolen. Sie wollten meine Familie beschützen. Unsere Schwestern, wenn ich Vorräte für sie transportiere. Und jetzt ist euer Bruder tot. Er führte die Männer an, die euer Zeichen stehlen wollten. Nein! Doch. Oh, dieser Narr. Deshalb dachten die Mongolen, ich hintergehe sie. Ich hatte nie ein eisernes Zeichen. Außerdem ist der Name des Eigentümers eingraviert. Dann sind sie nutzlos für andere. Ihr könnt gehen. Wenn ich höre, dass ihr wieder für die Mongolen arbeitet. Die würden mich eher töten. Und meine Familie wird mich jetzt hassen. Ich habe nichts. Nichts. Was soll ich jetzt tun? Wofür lebe ich? Tja, such eine neue Aufgabe. Talisman des Vorteils. Offensiv-Talisman. Geistwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Ja. Neues Geschenk verfügbar. Gut. Blut im Gras, aktive Geschichte. Komm, die machen wir noch. Blut im Gras. Sehr weit weg. Ja, ist ein Stück. Ah, da könnten wir den unentdeckten Ort mitnehmen und den unentdeckten Ort mitnehmen. Wenn wir jetzt von da reisen oder da rein? Na doch. Ich glaube, das ist da schneller. Hm? Hier runter? Nein, natürlich nicht. Ja.
eine kleine Stütze für den Bären geben. Was macht ihr? Macht ihr ein Tänzchen oder was? Kooperation mit Bären, oder? Das ist ja auch nicht schlimm. Ach, zwei Bären. Das haben es gut gemeint, die Jungs. Töte einen Gegner mit Himmelsschlag. Wir werden ja wohl noch einen Mongolen finden hier drin, oder was? Oi, wo du gibst du Harpa? Das ist Ferry, Tüme! Hammer. Haben wir und auch noch einen Anführer. Sehr schön. Na schön. Das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Wir können unser... unser Schwert verbessern. Dann gibt es noch alle Vorräte hier. Perfekt. Oh, hier ist eine Kiste. Ach, Pfeile. Schön. Kraftbombe. Eisen. Hier war noch Eisen. Die ist ja, sage ich doch, da war noch Eisen. Hätten wir das Mongolenlager auch platt gemacht. Schön. Ich dachte, sie hätten fast Shimura getötet. Nach allem, was er für mich getan hat. Was er mich gelehrt hat. Ich darf meinen Onkel nicht verlieren. Und werde es nicht. Rauchen! Könnte ich mich eigentlich auch anschließen. Jetzt können wir nämlich hier nochmal ein kurzes Päuschen einlegen. So. Nobu! Nobu, 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 Nobu. Wo ist mein gutes Pferd? Da ist mein gutes Pferd. Sehr gut, Nobu.
Hier! Das ist schön groß, sind doch viele. Genau ausgewichen, Mensch. Was ist denn jetzt? Ja, ich denke fest, gell? Das ist die dicke Achse. Reingesteckt, die Klinge. Dann hat sich das erledigt. Zwei Blumen auf einer Ecke. Ne, das ist ein Toter. Oh, sorry. Wunderschöne Blumen. Wiesenfelder. Das sind keine Blumen, sind ja Wiesen. Aber hier war ein goldener Vogel. Was willst du denn du mir zeigen? Hm? Mein Freund, führst du mich hin? Was ist passiert? Banditen, mein Herr, sie haben mein Essen geraubt. Wirklich alles. Wohin sind Sie weitergezogen? Nach Nordosten, in die Wälder. Wenn ich Sie finde, werden Sie für den Raub büßen. Bitte tut Ihnen nichts. Sie sind so verzweifelt wie ich. Ich verspreche nichts. Ist ja nicht so weit weg. Können wir die noch schnell fix machen. Suche nach dem Banditen. Sind sie doch, oder? Sicherheit. Traut euch nur! Sorry, Alter. Ich weiß. Das ist der letzte Weiß. Shinzo hat auf dem Weg eine alte Frau gesehen. Sollten Sie mal besuchen. Guten Tag für euch, aber. So. Läuft das hier nicht? Dumm gelaufen, aber Banditen sind genauso schlimm wie Mongolen, also von daher. Na komm her. Reis, das ist wohl das geraubte Essen. Ein kleines Bündel Reis. Etwas davon wurde schon gegessen. Bringen wir es mal der guten Frau wieder. Die wird sowieso nicht zufrieden sein. Da wir die Banditen gekillt haben, was eigentlich nicht in ihrem Sinne war. Aber was sollen wir machen, gell? Na komm her, Nobu. Das Stückchen reiten wir hin.
Jetzt werden jetzt hier alles laufen. Naja, die wird sowieso nicht auf Vollzeit drüber. Mein Herr, ihr seid zurück. Ich habe euer Essen. Reis. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Reis hatte. Wurde er euch nicht gestohlen? Bitte, verzeiht mir. Ihr habt mich angelogen. In solchen Zeiten verdienen Banditen nichts zu essen. Außerdem bat ich euch, ihnen nichts zu tun. Sie ließen mir keine Wahl. Das tut mir leid. Ihr hättet nicht lügen sollen. Ich hätte euch auch so geholfen. Ich tue es nicht wieder. Versprochen. Jetzt bin ich ein bisschen... Gemischte Gefühle, sage ich es mal so. Hat sie uns echt rotzfrech angelogen, ne? Hätten wir bestimmt auch sowas zu essen geben können oder besorgen können. Ach, Weib. Talisman der Verteidigung. Verringert sämtlichen Schaden um einen niederen Wert. Ja, aber das ist eigentlich ganz geil. Den nehme ich mit rein. Sehr schön. Aber hier Vorräte rumliegen haben, nee, ist schon klar. So, Hauptquest wollten wir weitermachen. Müsste ja, würde gerade sagen, ist ja eigentlich schon auf dem Weg. So weit war es ja nicht mehr. Lagerte Überlebenden. Da ist hier mal ein Lager. Na gut. Nichts Gutes. Ich befürchtete, dass ihr das... All meine Waren sind nützlich. Ja, würde ich auch gerne mal sehen. Ich stehe euch zu Diensten. Schwertkit. Schatten des Kriegers. Pirschner Tiger. Naja, da bin ich jetzt nicht so angetan von den... von der Fellscheide. Der gefällt mir. Komm, den nehmen wir. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Bogen aussehen. Rüstungsfarbe. Da haben wir jetzt so erstmal eigentlich noch nichts. Yeah. Tracht des Reisenden. Ja, nee. Die nutzen wir eh nicht. Bogen aussehen. Und den großen Bogen haben wir noch nicht. Das kommt noch. Bis bald. Okay. Eure Siegel geben uns Hoffnung. Wollt ihr mal schauen? So weit dürft ihr nicht mehr sein. Nee. Das ist eigentlich hier gleich um die Ecke. Braucht ihr irgendwas, mein Herr? Ich habe Waren aller Art. Munition, Ressourcen, Schnellfeuerwaffen, Kunai, Bombe. Sind wir bei Fernkampf, Pfeile, Brandpfeile, Windglocke. Raubtierfälle. Und kosten 10. Ja gut, aber wir könnten ja mal mehr Pfeile gebrauchen. Das ist ja jetzt nicht verkehrt. Nur das Beste für euch. Schnellfeuer, Kunai, Haftbombe. Da werden wir auch mal aufwerten. Ich hoffe, das hilft. Ist Munition, Ressourcen. Wir werden auch mal Brandpfeile aufleveln. Dass wir da mehr haben. Nur für euch. Und dann war es das auch schon wieder, ne? Ja, Windglocke machen wir später. Bei Schnellfeuerwaffen, Kunai. Nehmen wir auch noch mit. Ich hoffe, das hilft. Okay. So. Ich bringe eine Opfergabe für euer Wohl.
Das Kishi-Grasland. In der Gegend wurden Strohhut-Söldner gesehen. Ich will nur mal ganz schnell das Fenster zumachen. Wird nämlich gerade ein bisschen frisch. Entschuldigung für die Unterbrechung. Oh, es wurde langsam ganz schön kühl hier drinnen. Ein Mongolenkonvoi. Ein Hinterhalt. Könnten die Strohhüte gewesen sein. Würde ich gerne untersuchen, aber. Ach so, zum Aufsammeln. Hier fing der Angriff an. Aber es waren sicher mehr Mongolen.